Okay, guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und dass Sie so viele sind. Ich bin begeistert und ein wenig eingeschüchtert, aber das ist nicht so wichtig. Ich werde jedenfalls versuchen, heute und in den nächsten, wenn Sie dann wiederkommen, 3,5 Monaten mein Bestes zu geben und Sie zumindest zu gebührend zu informieren, vielleicht ja auch ab und an ein wenig zu unterhalten. Als erstes möchte ich Sie allerdings nicht unterhalten, sondern befragen. Denn was mir in den so zurückliegenden 3 Monaten vielleicht, in denen ich mich mit dieser Vorlesung beschäftigt, auf Sie vorbereitet habe, was mir in dieser Zeit aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wir alle, selbst wenn wir von literaturwissenschaftlicher Gattungstheorie eigentlich keine Ahnung haben, durchaus so eine Art private Gattungstheorie, einen privaten Gattungsgeschmack, ein privates Gattungsdenken haben. Und genau diesem, also Ihrem privaten Gattungsdenken, würde ich gerne, von diesem ba privaten Gattungsdenken würde ich mir gern mit Ihnen zusammen am Anfang dieser Vorlesung ein Bild machen. Dafür haben wir einen Fragebogen entwickelt, der Ihnen jetzt gleich ausgeteilt wird. Sie können darauf ganz ehrlich antworten. Der Fragebogen ist anonym. Es gibt auch ohnehin keine falschen Antworten, auch keine richtigen Antworten. Doch, vielleicht gibt es richtige Antworten, auf jeden Fall keine falschen. Wichtig ist mir Ihre ganz persönliche Meinung. Wir werden diesen Fragebogen, der jetzt rumgeht, dann hinterher statistisch auswerten und Ihnen in einer der nächsten Sitzungen die Ergebnisse präsentieren. Wir brauchen, damit wir den statistisch auswerten können, den Fragebogen natürlich zurück. Deshalb behalten Sie ihn erstmal bei sich. Wenn Sie rausgehen, hinterlegen Sie ihn irgendwo hier vorne möglichst geordnet auf einem Haufen, dass wir den nachher mitnehmen können. Sie haben jetzt erst einmal ein paar Minuten Zeit zum Ausfüllen. Wenn Sie fertig sind, schauen Sie irgendwie in die Luft, damit ich einigermaßen identifizieren kann, dass Sie fertig sind. Also, viel Spaß beim Ausfüllen. Sieht so aus, als seien so langsam alle fertig. Die schon fertig sind, können sich schon mal mit der Gliederung für heute vertraut machen. Okay, machen wir weiter. Die Gliederung sehen Sie bereits schon. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen eigentlich. Weise Sie nur an dieser Stelle darauf hin, dass wir uns um organisatorische Dinge am Ende kümmern. Wir werden zwischendurch eine kleine Pause machen, denke ich, 2, 3 Minuten nur, um einmal kurz Luft zu holen. Auch eins vielleicht doch noch vorweg, wenn ich heute ein bisschen länger mache, sehen Sie es mir vielleicht nach. Also, Genre Trouble. Sie sehen diesen Slogan bereits die ganze Zeit vor sich. Ich habe also Genre Trouble als Titel über diese erste Sitzung geschrieben. Das ist tatsächlich nicht sonderlich originell. Wie sicher viele von Ihnen bemerkt haben, ist diese titelgebende Formel vom Genre Trouble sogar ein auf den ersten Blick ziemlich billiges Sprachspiel. Es zitiert leicht abwandelnd den entschieden politischen Slogan vom Gender Trouble, also von der Geschlechterverwirrung, wie man ihn in einem ersten Versuch übersetzen könnte. Prominent wurde diese Formel des Gender Trouble durch ein Buch der amerikanischen Theoretikerin, Philosophin, Feministin und Aktivistin Judith Butler. Ein Buch, in dem Butler wirkmächtig gegen ebenso geläufige wie vorherrschende Geschlechternormen argumentiert und mit aller analytischen Schärfe die soziale Konstruktion von Geschlechtsidentitäten thematisiert. Mit Gattungen oder gar mit literarischen Gattungen hat das allerdings nichts zu tun.
Nun, ich werde auf Butlers Theorien, werde auch auf die Idee des Gender Trouble und ihren Zusammenhang mit dem, was mir im Bereich der literaturwissenschaftlichen Gattungsforschung vorschwebt, später in diesem Jahr eingehen. Ein paar Bemerkungen werde ich auch gleich schon anbringen. Fürs Erste aber kann uns ein grobes Verständnis des Wortsinns von Trouble ausreichen. Denn eben um Trouble soll es heute gehen. Dabei ist Trouble gar nicht so einfach ins Deutsche zu übersetzen. Neben Verwirrung bieten sich eine Vielzahl von anderer Übersetzungsmöglichkeiten an. Auf einige Optionen weist Katharina Menke, die Übersetzerin von Butlers Buch, explizit hin. In einer Anmerkung der Übersetzerin, gleich auf der ersten Seite der deutschen Ausgabe, heißt es, Sie sehen es an der Folie, der Begriff Trouble umfasst einen ganzen Fächer von Bedeutungsvarianten. Von Ärger, Schwierigkeiten bis zu Beunruhigung, Verstörung, Unbehagen. Weitere Bedeutungsvarianten findet man im Lexikon. Nehmen wir zum Beispiel das Online-Lexikon Leo. Für das Substantiv Trouble werden dort, neben den bereits von Butlers Übersetzerin genannten Möglichkeiten, unter anderem folgende Übersetzungsoptionen angeboten. Mühe, Probleme, Sorge, Beschwerden, Last und Leiden, aber auch Plage und Störung. Noch mehr Optionen bietet das Verb. Für to trouble someone wird hier unter anderem vorgeschlagen, jemanden stören, jemanden belästigen, jemanden beunruhigen, plagen, quälen, Sorgen machen, jemanden Umstände, Unannehmlichkeiten oder auch Verdruss bereiten. Das hört sich nun zugegeben alles ziemlich anstrengend an. Wer will schon gern gestört, belästigt, geplagt oder gequält werden? Aber man kann das Begriffsfeld auch von einer positiven Warte aus in den Blick nehmen und kommt dann vielleicht zu einem grundsätzlichen Mechanismus von Wissenschaft. Denn könnte man nicht sagen, dass es der Wissenschaft und eben nicht zuletzt auch der Literaturwissenschaft immer auch darum gehen sollte, das Selbstverständliche nicht für selbstverständlich zu nehmen, es sich zum Problem zu machen, es als Schwierigkeit zu begreifen? Gehört es, anders gefragt, nicht auch zu den Aufgaben der Literaturwissenschaft zu irritieren, zu beunruhigen, ein wenig zu stören, ja ein wenig Unbehagen oder auch zumindest ein wenig Unruhe, ein wenig Verwirrung in unser Denken über und unseren Umgang mit Literatur zu bringen? Oder eben in unseren Umgang, Denken über unseren Umgang mit Gattungen. Genre-Trouble, also Störung, Irritation, Verwirrung unseres Gattungsdenkens. In den letzten Monaten habe ich festgestellt, dass sich solche Irritationen relativ schnell einstellen können. Man muss nur etwas genauer hinschauen, muss nur bereit sein, sich etwas irritieren zu lassen vom literarischen Leben, das einen umgibt. In der nächsten Woche zum Beispiel werde ich Ihnen, wenn Sie denn wiederkommen, einige Göttinger Buchhandlungen vorstellen. Genauer, ich werde Ihnen vorstellen, auf welche Weise Göttinger Buchhandlungen ihre Bücher in Regalen aufstellen. Nach welchen Kategorien also die ausgestellte Ware sortiert wird. Meine Litlock-Kollegin Johanna Karch, da vorne sitzt sie, und ich, wir waren für diesen Zweck unterwegs, wir waren auf Recherche in Göttinger Buchhandlungen und haben uns relativ viele davon angeschaut. Angeschaut haben wir uns auch die Filiale von Weltbild in der Groner Straße, direkt neben Effis, dem vermutlich berühmtesten Dönerladen Göttingens. Sie sehen hier die Außenansicht des Ladens, also von Weltbild, nicht von Effis. Im oberen Bild sehen Sie in eine Google Maps Ausschnitt, die blauen Punkte, das sind die Buchhandlungen, die wir uns angeschaut haben, der orange Punkt ist Weltbild. Was ich Ihnen heute, also wir werden uns das nächste Woche genauer anschauen und vielleicht auch noch übernächste Woche, was ich Ihnen heute nur kurz erzählen wollte. In der besagten Weltbildfiliale gibt es zum Beispiel eine Sortierkategorie große Gefühle. Das steht so über mehreren Regalen und dient dabei der Beschreibung, der Charakterisierung, der Bezeichnung der dort versammelten Bücher. Wären Sie auf die Idee gekommen, literarische Werke zu einer Gruppe große Gefühle zusammenzustellen? Ich meine, wenn man ein bisschen überlegt, erscheint das durchaus nicht unplausibel. Ergibt irgendwie doch Sinn. Also jedenfalls lässt sich eine gute Begründung dafür finden, warum man Bücher so zusammenstellt. Sei es, dass sie große Gefühle erwecken, sei es, dass sie große Gefühle behandeln. Trotzdem, in der Regel werden wir das anders organisieren. Für die Literaturwissenschaft ist so eine Gattungsbezeichnung letztlich eine ziemlich große Befremdung. Trouble eben. Nun könnte man auch einwenden, dass die buchhändlerische Kategorie
große Gefühle ja wohl doch etwas ganz anderes sei als literarische Gattung. Literarische Gattungen sind nämlich, so denkt man, streng definiert. Die Kategorie große Gefühle aber ist ein diffuser Sammelbegriff, der vor allem eines soll, das Interesse der Kunden wecken. Und natürlich, an einem solchen Einwand ist sicher etwas dran. Aber wie viel eigentlich? Hier wie dort geht es doch darum, literarische Werke auf der Grundlage spezifischer Merkmale zu Gruppen zusammenzufassen. Hier wie dort geht es darum, eine gewisse Ordnung in das zerstreute Feld der Einzelwerke zu bringen. Dass die Literaturwissenschaft dabei andere Merkmale in den Vordergrund stellt, dass sie andere Ordnung herstellt als der populäre Buchhandel, sollte nicht davon ablenken, dass die Praktiken hier wie dort, die hier wie dort zu beobachten sind, relativ ähnlich sind. In beiden Fällen geht es eben darum, literarische Werke zu kategorisieren, zu vergleichen, zu sammeln, zu ordnen, zu gruppieren. Versteckt sich also vielleicht auch hinter dem Label große Gefühle eine literarische Gattung, wenn auch eine Gattung ganz anderer Art als jene, die in der Literaturwissenschaft verhandelt werden? Zeigt sich hier vielleicht ein Gattungsdenken, das eben einfach ganz anders ist als das Gattungsdenken der Literaturwissenschaft, aber doch eben ein Gattungsdenken ist? Sie merken, worum es mir geht. Irritierend ist gar nicht so sehr, dass irgendeine Buchhandlung in Göttingen ein Regal mit dem schmissigen und für bestimmte Leserinnengruppen sicher sehr verlockenden Slogan große Gefühle überschreibt. Irritierend, beunruhigend, ja verwirrend, verstörend ist vielmehr, dass sich hinter diesem Slogan ein Gattungsdenken verstecken könnte, das dem Gattungsdenken der Literaturwissenschaft gänzlich fremd ist. Ein Gattungsdenken, das so fremd ist, dass die Literaturwissenschaft es überhaupt nicht als Gattungsdenken anerkennen kann, nicht wahrnehmen kann. Oder anders, nämlich als Frage formuliert, könnte es sein, dass wir Literaturwissenschaftler so sehr in unseren Denkgewohnheiten gefangen sind, dass wir überhaupt nicht wahrnehmen, wie Literatur im alltäglichen Leben gedacht wird, wie sie dort sortiert, klassifiziert, gruppiert und damit letztlich gattungsförmig geordnet wird? Ich möchte diese Fragen und Überlegungen eine Zeit lang im Raum stehen lassen. Wir kommen darauf zurück. An dieser Stelle möchte ich jedoch zunächst noch etwas weiter im gegenwärtigen literarischen Leben umschauen, im gegenwärtigen literarischen Gattungsleben sozusagen. Und wo geht man hin, wenn man das gegenwärtige literarische Leben sehen will? Na, zum Beispiel auf die Frankfurter Buchmesse, eine der größten Buchmessen der Welt. Ich war also für Sie auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs. Und war dort unter anderem an einem Stand, den ich mir genauer angesehen habe. Es ist der Stand von DTV, also dem Deutschen Taschenbuchverlag, in der Halle 3.0. Das Foto ist von 2012, es sah in diesem Jahr aber genauso aus. Und ich war auch dieses Jahr unterwegs. Ein ganz wesentliches Element des Standes von DTV sind natürlich Bücherregale, in denen die aktuellen und wichtigsten Titel des Verlages präsentiert werden. Die Bücherregale sind dabei auf eine gattungsartige Weise sortiert. Über den Regalen stehen in weißen Lettern die entsprechenden Kategorien. Vier dieser Kategorien sollten wir uns genauer anschauen. Die ersten beiden sehen Sie bereits. Über einer Regalwand steht groß Literatur, über einer anderen Regalwand steht in gleicher Größe Sachbuch. Jedenfalls für mich ist das noch keine sonderlich irritierende Unterscheidung, im Gegenteil. Auch aus literaturwissenschaftlicher Sicht würde ich zwischen literarischen Büchern und Sachbüchern unterscheiden und dabei zum Beispiel auf Kriterien wie Fiktionalität und Faktualität zurückgreifen oder auch auf ästhetische und informierende Textsorten und so weiter. Dahinter steht dann sicherlich ein bestimmter Literaturbegriff, nachdem literarische Texte eben anders seien als Sachbücher, eben weil sie zum Beispiel fiktional oder besonders ästhetisch gemacht sind. Diesen Literaturbegriff könnte man sicher diskutieren, wir werden das tun, aber ich denke, er könnte und wird auf recht breite Zustimmung treffen. Aber wie sieht es mit einer anderen Unterscheidung aus, die ebenfalls am DTV-Stand gemacht wird? Sie sehen eine weitere Regalüberschrift, die da lautet Unterhaltung. Nur um sicher zu gehen, also hier stehen keine Filme, hier stehen keine Comedy-Bücher, keine was auch immer, sondern hier stehen, nun ja, literarische Werke. Also auch hier unter dieser Überschrift Unterhaltung findet man vor allem Romane. Groß beworben wird zum Beispiel der neue Roman Funkenflieger von Rita Falk. Ein Familienroman, wie es in der Ankündigung auf der DTV-Website heißt. Anders als die Unterscheidung zwischen Literatur und Sachbuch ist nun die Unterscheidung zwischen Literatur
und Unterhaltung durchaus irritieren, zumindest aus meiner Sicht. Und diese Unterscheidung ist sogar auf mehrfache Weise irritierend. Denn zunächst provoziert sie Fragen wie folgende: Sind unterhaltsame Romane etwa keine Literatur? Oder aber ist Literatur etwa per se nicht unterhaltsam? Oder kann es wirklich sein, dass ein Verlag sein Programm und damit die Bücher unter anderem unterteilt in Literatur und Unterhaltung, so als gäbe es innerhalb der Gesamtheit der literarischen Werke nochmal einen Bereich, der Literatur ist und einen Bereich, der Unterhaltung ist? Das ist aber nur die eine Irritation, die von der Regalüberschrift des DTV-Messestandes ausgeht. Die andere ist grundlegender und betrifft die spezifische Perspektive, die ich als Literaturwissenschaftler auf die Literatur und ihre Gattungen einnehme. Denn wenn ich mir die Bücher, die der DTV in der Rubrik Unterhaltung anbietet, mal genauer anschaue, dann muss ich feststellen, dass diese Bücher für die Literaturwissenschaft tatsächlich keine Rolle spielen. Man beschäftigt sich einfach nicht damit. Ich habe keinerlei Forschung, auch kein Seminar gefunden zu den Romanen von Rita Falk. Und nicht nur zu den Romanen von Rita Falk. Ich habe mir die Vorschau von DTV zum Unterhaltungsprogramm angesehen. Eine Vorschau, nur für die, die das nicht wissen, ist eben das aktuelle Verlagsprogramm, die Neuerscheinungen, die dort vorgestellt werden. Die aktuelle DTV-Unterhaltungsvorschau, deren Titelblatt Sie hier links sehen, kündigt zum Beispiel den neuen Bestseller von Dora Held an, oben rechts. Von deren Büchern wurden, so heißt es in der Vorschau, schon mehr als 3 Millionen Exemplare verkauft. 3 Millionen, das ist sehr, sehr viel. Angekündigt wird in der Vorschau auch, unten rechts, ein Buch aus der sogenannten High Fantasy. Es ist der dritte Teil einer Trilogie der Autorin E.L. Greif. Das Buch heißt 12 Wasser nach den Fluten. Auch zu diesen beiden Büchern habe ich in der Forschung und Lehre nichts gefunden. Sie kommen, wie die Romane von Rita Falk, einfach in der Literaturwissenschaft nicht vor. Aber was bedeutet das? Nun, könnte es vielleicht sein, dass die Damen und Herren von DTV gar nicht so verkehrt liegen mit ihrer Unterscheidung in Literatur und Unterhaltung? Ist es nicht vielleicht tatsächlich so, dass die Texte, mit denen die Literaturwissenschaft sich in der Regel beschäftigt, eine eigene Rubrik Literatur bilden und der Rest ist Unterhaltung? Das aber würde bedeuten, dass wir zumeist mit einem sehr engen Literaturbegriff arbeiten, der eben alles, was die Verlage als Unterhaltung bezeichnen, weitgehend ausblendet. Was aber heißt das für unsere literaturwissenschaftlichen Gattungsbegriffe? Sind die vielleicht auch zu eng? Ziehen sie vielleicht auch zielsicher an der Wirklichkeit des literarischen Lebens vorbei, an der Wirklichkeit des gegenwärtigen Buchmarktes? Denn vielleicht spricht die Literaturwissenschaft, wenn sie über literarische Gattungen spricht, womöglich nur über jene Gattungen, die auf Messeständen unter Literatur stehen und ignoriert dabei die ganze andere Literatur, die unter dem Label Unterhaltung firmiert. Doch noch einmal weiter zum DTV-Messestand. Dort gibt es nämlich eine weitere Regalüberschrift, die für uns interessant ist, nämlich Klassik. Hier findet man dann zum Beispiel Texte von, Goethe und Shakespeare. Sicher wird nun auch jeder DTV-Verantwortliche zugestehen, dass auch Klassik Literatur ist. Bei DTV und keineswegs nur bei DTV scheint es jedoch sinnvoll, noch einmal zwischen Literatur und Klassik zu unterscheiden. Das Kriterium für diese Unterscheidung ist dabei wahrscheinlich die Geschichtlichkeit bzw. Gegenwärtigkeit des Werkes. Oder anders gesagt, bei Klassik steht der Kanon, unter Literatur und auch Unterhaltung findet man hingegen Gegenwartsliteratur. Diese Unterscheidung mag dabei zwar etwas gewöhnungsbedürftig sein, mich selbst hat sie aber nicht wirklich irritiert. Doch sie hat mich beunruhigt. Nochmal gefragt, könnte es nicht vielleicht sogar sein, dass sich der Literaturbegriff der Literaturwissenschaft und auch die Gattungsbegriffe eigentlich nur auf die Texte beschränkt, die die Verlage mit dem Label Klassik versehen? Könnte es sein, dass es der Literaturwissenschaft im Sinne der DTV-Regalüberschriften noch nicht einmal um Literatur geht, schon gar nicht um Unterhaltung, sondern eben nur um Klassiker? Und wäre das gegenüber der Vielfalt des literarischen Lebens nicht eine ziemlich beunruhigende Verengung? Treten wir einmal kurz zurück und versuchen, uns einen Überblick zu verschaffen. Die Rubrik Sachbuch lassen wir dabei mal außen vor, aber wir halten sie im Hinterkopf. Ohne die Rubrik Sachbuch bleiben also noch 3 Rubriken, in denen literarische Werke stehen: Unterhaltung, Literatur und Klassik. Das sind die Begriffe, mit denen die Literatur im Allgemeinen auf diesem Messestand geordnet wird.
Nehmen wir sie mal probehalber als die DTV-eigenen Gattungsbegriffe. Dann könnte man sagen, die Literatur selbst teilt sich in drei Gattungen. In die Unterhaltungsliteratur, in die, sagen wir, Literaturliteratur und in die klassische Literatur. Sie lachen bei der Bezeichnung Literaturliteratur. Faktisch ist das tatsächlich eine Bezeichnung, die im Verlagswesen gang und gäbe ist. Die sprechen, ich habe auf der Buchmesse mit einer Lektorin gesprochen, die spricht ganz selbstverständlich von Literaturliteratur. Als sei das ein Gattungsbegriff. Die Unterscheidung zwischen Literaturliteratur und Unterhaltungsliteratur basiert dabei zwar nicht ausschließlich, aber doch in der Regel auf ökonomischen Kriterien. Literaturliteratur verkauft sich nahezu immer schlecht, jedenfalls schlechter. Den Literaturwissenschaftler könnte das nun dazu verleiten, solche kapitalistisch grundierten Gruppenbildungen in der Literatur grundsätzlich abzulehnen. Aber lassen sich solche ökonomischen Labels so ohne weiteres zurückweisen, zumal ihnen offenbar auch spezifische Lesergruppen entsprechen, sind, anders gefragt, die literaturwissenschaftlichen Gruppierungssysteme so viel besser, nur weil bei ihnen auf den ersten Blick und auch nur auf den ersten Blick keine ökonomischen Kriterien eine Rolle spielen? Auch über solche Fragen, also über Fragen der Ökonomie der Gattungen, werden wir in den nächsten Wochen sprechen. Behalten wir das im Hinterkopf. Für heute möchte ich lieber noch eine weitere Beobachtung vorbringen, die sich ebenfalls anhand des Messestandes von DTV machen lässt. Schauen Sie einmal auf die beiden Fotos von der Literaturrubrik und Unterhaltungsrubrik. Also das Foto, Sie sehen sie eingekästet da unten ganz links und das Foto in der Mitte. Sie sehen die beiden Gesichter, fällt Ihnen was auf? Auffällig jedenfalls könnte sein, dass wir in einem Fall eine Frau, im anderen Fall einen Mann haben. Also vielleicht doch Gender Trouble oder zumindest eine Frage für die Genderforschung. Das ist tatsächlich kein Zufall. Ich habe mir mal die Vorschau, wir haben schon das Titelblatt gesehen, die Vorschau für das Programm Unterhaltung angesehen. Wir schauen uns das jetzt genau an. Sie werden auch unten links Porträts sehen. Das ist erstmal noch die Frage. Ist es gegendert, Unterhaltungsliteratur, Literaturliteratur? Und jetzt kommt die Vorschau. Erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Buch. Die Porträts waren etwas klein, aber Sie haben es sicher gesehen, die ersten fünf Titel in der Unterhaltungsliteratur-Vorschau und damit die Titel, die am prominentesten beworben werden, stammen von Autorinnen, ohne Ausnahme. Es gibt dort keine Autoren. Der Zusammenhang von Genre und Gender ist also gar nicht so abwegig, wie ich das am Anfang nahegelegt habe. Tatsächlich hat sich die Literaturwissenschaftlerin Manuela Günther in einer sehr umfangreichen Studie zum 19. Jahrhundert damit auseinandergesetzt, wie die Unterhaltungsliteratur primär weiblich kodiert wird, was die Autorinnen, was die Themen, auch was die Leserschaft angeht. Wir werden uns diesen Zusammenhang Genre, Gender, Gattungen, Geschlecht später wieder anschauen, das als erster Appetizer dafür. Heute aber machen wir weiter auf der Buchmesse und lassen uns ein wenig weiter irritieren. Einer der Höhepunkte der Buchmesse, Sie haben das vielleicht mitbekommen, ist der Deutsche Buchpreis. Ausgezeichnet wurde in diesem Jahr der Roman Crusoe von Lutz Seiler. Genau, Sie sehen Lutz Seiler und seinen Roman auf der Folie. Dass es sich bei diesem mit dem Buchpreis prämierten Werk um ein Exemplar der Gattung Roman handelt, ist dabei keineswegs zufällig. Denn der Deutsche Buchpreis ist tatsächlich ein Romanpreis, so als sei der Begriff Buch heute im Grunde identisch mit der Gattung Roman. In der Selbstbeschreibung des Preises, wie man sie auf der entsprechenden Website lesen kann, heißt es denn auch, ich zitiere, mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet die Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse den besten Roman in deutscher Sprache aus. Ziel des Preises ist es, über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschsprachige Autoren, das Lesen und das Leitmedium Buch. Unter den Teilnahmebedingungen wird dann noch einmal explizit vermerkt, dass die zur Begutachtung durch die Buchpreisjury eingereichten Titel, ich zitiere wieder, ihrer Art und Länge nach ein Roman sein müssen. Nur damit das klar ist.
Aber was ist damit eigentlich klar? Wie lang oder wie kurz ist eigentlich ein Roman? Reichen 100 Seiten bereits aus oder 200? Und ist ein Buch mit einer nur zweistelligen Seitenzahl auf keinen Fall ein Roman oder nur im Ausnahmefall? Wer aber würde solche Fälle regeln? Wer regelt die Regel und wer regelt die Ausnahme? Wenn man fragt, wen fragt man, wenn man sich nicht sicher ist, ob ein Buch der Länge nach ein Roman ist? Fragt man die Wissenschaft? Sicher nicht. Aber wen denn dann? Die Jury, die Leser, die Autorinnen, den Autor, den Buchhandel, die Verlage? Wer sagt, wann ein Roman ist? Und noch etwas anderes scheint mir hier fragwürdig irritierend. Was ist eigentlich eben nicht nur der Länge nach, sondern was ist die Art des Romans, von der hier so selbstverständlich gesprochen wird? Was ist denn die Eigenart dieser hier preiswürdigen Gattung? Um es noch einmal kurz zusammenzufassen, wer oder was legt eigentlich fest, welcher Art und welcher Länge ein Titel sein muss, damit er der Art und Länge nach ein Roman ist? Wer regelt die Regel, wer entscheidet über Ausnahmefälle? Was für kulturelle Prozesse, was für soziale Handlungen finden statt, wenn über die Gattungszugehörigkeit von literarischen Texten entschieden wird? Auch hier könnte man nun sagen, na ja, es weiß doch jeder, was gemeint ist. Wenn man heute von einem Buch spricht, meint man dann eben doch in den meisten Fällen einen Roman. Und was ein Roman ist, das weiß man doch auch ziemlich genau. Da wird etwas erzählt, die Handlung ist erfunden und außerdem ist der Roman eher lang. Und vor allem, das ist die ganz pragmatische Lösung, steht es meistens auf dem Buchdeckel. Auf Lutz Seilers Buch zum Beispiel steht es drauf. Doch die Selbstverständlichkeit des Romans und noch mehr die Dominanz, ja geradezu die Imperialität des Romans im Feld der Gattungen ist nicht so einfach wegzuwischen. Der Buchpreis, der tatsächlich ein Romanpreis ist, ist dann nur ein Symptom einer größeren kulturellen Entwicklung, in der der Roman nahezu das ganze Feld der Literatur erobert hat. Jedenfalls in der Wahrnehmung des literarischen Marktes. Schauen wir ergänzend einmal auf einen, ja auf vielleicht den größten Marktplatz für Literatur, nämlich auf das Portal Amazon. Wenn man auf der Seite von Amazon ein wenig umhersurft, dann kann es passieren, dass man auf ein Übersichtsfeld stößt, das einem das Stöbern nach Kategorien anbietet. Sie sehen das Feld hier in einer kleinen Abbildung. Ganz am Anfang des Feldes, Sie sehen jetzt einen größeren Ausschnitt, gibt es die Möglichkeit, in der Kategorie Belletristik zu stöbern. Wenn man nun, da gibt es dann Unterkategorien, das nehmen wir mal zur Kenntnis, da kommen wir nächste Woche eher nochmal drauf zu sprechen. Wenn man nun aber auf Belletristik klickt, dann kommt man nicht etwa auf eine Seite, die mit Belletristik überschrieben ist, sondern eine Seite, die mit Romane überschrieben ist. Und wenn man dann auf dieser Seite noch ein bisschen weiter herunter scrollt, kommt man zu einer Box, in der Amazon uns anbietet, nochmal zu stöbern und nochmal Ausschau zu halten, einen Überblick zu kriegen, nämlich Romane nach Kategorien. Da ist dann natürlich Lutz Seilers Gegenwartsliteraturroman Crusoe dabei, das ist alles kein Problem. Aber auch das ist noch in Ordnung, wir finden Klassiker, wobei man sich auch fragen kann, ob es nicht klassische Lyrik gibt. Was es aber vor allem nach Amazon als Romankategorie gibt, sind Lyrik und Dramatik. Wir finden also wohlgemerkt unter der Überschrift Romane nach Kategorien die beiden Einträge zu Lyrik und Dramatik. Ich bin ganz ehrlich, dass man unter Belletristik im Wesentlichen Romane versteht, kann ich noch nachvollziehen. Auch die Trennung zwischen Literatur und Unterhaltungsliteratur leuchtet mir in gewisser Weise noch ein. Dass man aber Lyrik und Dramatik unter Romane subsumiert, ist nicht nur ein weiteres Symptom für den Imperialismus des Romans in der gegenwärtigen Literatur, es ist mir auch gänzlich unverständlich, gänzlich fremd, es ist irritierend, verstörend, verwirrend, Genre-Trouble at its worst. Gleichzeitig werde ich Ihnen nächste Woche erzählen, wie Amazon darauf kommt. Dafür müssen wir uns mit der Warengruppensystematik des deutschen Buchhandels auseinandersetzen. Also, treten wir nach all den verstreuten Eindrücken aus dem gegenwärtigen Literaturbetrieb für einen Augenblick zurück. Das Gemeinsame dieser Eindrücke war, so habe ich mehrmals behauptet, dass sie die literaturwissenschaftlichen Gattungsordnungen auf mal mehr, mal weniger starke, radikale Weise irritieren und das auf gleich mehrfache Weisen. Vier Punkte möchte ich festhalten. Erstens irritieren die literaturbetrieblichen Ordnungen mit ihrer aus literaturwissenschaftlichen Sicht kruden Unsystematik.
Ich selbst kann mir jedenfalls keine systematische Begründung vorstellen, keine systematische Begründung dafür ausdenken, dass Lyrik und Dramatik unter den Roman subsumiert werden. Das ist aus literaturwissenschaftlicher Sicht, soweit ich das sehe, undenkbar. Das mag zweitens damit zusammenhängen, dass die Ordnungen und Gruppierungen im gegenwärtigen Literaturbetrieb und insbesondere diejenigen auf dem literarischen Markt auch aus ökonomischen Erwägungen hervorgehen. So ist die Differenz zwischen Literaturliteratur und Unterhaltungsliteratur nicht zuletzt eine Frage der Absatzzahlen, sie ist damit auch eine Frage des Publikums, seiner Größe, seiner Zusammensetzung. Hinter den ökonomischen Erwägungen stehen damit zugleich auch soziale Erwägungen, bei denen es um Käufergruppen geht, um deren Interessen und um deren Lesegewohnheiten. Drittens, eine Frage: Was fängt die Literaturwissenschaft eigentlich an mit solchen nicht wissenschaftlichen Ordnungen? Was machen wir mit diesem anderen Gattungsdenken, mit diesem Gattungsdenken der anderen? Schließlich viertens eine Anschlussfrage: Handelt es sich bei dem, was wir soeben beobachtet haben, eigentlich um literarische Gattungen? Gibt es, anders gefragt, überhaupt genügend Gemeinsamkeiten zwischen dem, was die Literaturwissenschaft macht, wenn sie von literarischen Gattungen spricht, und dem, was etwa der Buchhandel macht, wenn er Bücher unter bestimmte Kategorien subsumiert? Was die letzte Frage angeht, so bin ich, meine Damen und Herren, immer noch verwirrt. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ob es sinnvoll ist, tatsächlich auch hier von Gattungs-, Gruppierungs-, Genre-Denken zu sprechen. Im Moment tendiere ich eher dazu, auch hier in diesen kruden Unsystematiken ein Denken in literarischen Gattungen und also ein generisches Denken zu sehen. Voraussetzung für eine solche Anerkennung und also für eine solche Anerkennung wäre dann natürlich für die Literaturwissenschaft die Bereitschaft, dass man sein eigenes Gattungsdenken nicht absolut setzt und sich eben auf andere, möglicherweise auch verstörende Praktiken des Ordnens und Gruppierens von Literatur einlässt. Aber wie gesagt, ich bin hier noch unentschieden. Wir werden solche Fragen weiter diskutieren und vor allen Dingen werden wir eine zentrale Frage diskutieren müssen, nämlich: Was sind eigentlich literarische Gattungen? Das schieben wir auf die nächsten Sitzungen, das ist ein bisschen zäh. Heute wollen wir aber erstmal zur ersten Frage zurückkommen, nämlich: Was fängt die Literaturwissenschaft an mit eben solchen Ordnungen? Was fängt sie an mit dem Gattungsdenken der anderen? Damit kommen wir zum nächsten Punkt und machen einen Augenblick Pause, 2-3 Minuten. Also machen wir weiter. Die Frage war: Was fangen wir Literaturwissenschaftler und Literaturwissenschaftlerinnen eigentlich an mit dem Gattungsdenken der anderen? Was machen wir mit so kruden Unsystematiken wie auf der Buchmesse, wie bei Amazon? Nun, im Grunde sind wir bereits seit Anfang der Vorlesung dabei, uns zu diesem anderen Gattungsdenken zu verhalten. Wir beobachten es, wir versuchen es zu verstehen. Was dabei passiert, möchte ich kurz theoretisch zu fassen versuchen, und zwar indem ich mir mit Ihnen zusammen einen Textausschnitt des französischen Philosophen, Historikers, Soziologen, wie auch immer, Michel Foucault anschaue. Michel Foucault, Sie sehen ihn hier, wird im Allgemeinen der philosophischen Richtung des Poststrukturalismus zugeordnet. Sie haben davon womöglich bereits im Basisseminar 1-2 etwas gehört. Foucault, ich erzähle Ihnen kurz etwas zu ihm. Foucault gilt als Begründer einer spezifischen Form der Diskursanalyse. Was darunter grob zu verstehen ist, das lässt sich gleich an dem Zitat ganz gut veranschaulichen. Das Zitat stammt aus Foucaults Studie Die Ordnung der Dinge, die 1971 auf Deutsch erschien. Die französische Erstausgabe stammt aus dem Jahr 1966, fast 50 Jahre alt. In dieser Studie beschäftigt sich Foucault damit, wie das westliche Denken in den letzten Jahrhunderten das Wissen geordnet hat. Etwa das Wissen über Sprache, über Natur oder über Ökonomie. Foucault versucht dabei, Strukturen und Mechanismen zu identifizieren, die unser Denken prägen und damit unsere Wahrnehmung der Welt
vorstrukturieren. Zum Beispiel untersucht Foucault die biologische Systematik von Carl von Linné, also das Prinzip, nach dem man Flora und Fauna, Tier- und Pflanzenwelt systematisch beschreiben kann. Dabei interessiert Foucault dann, wie es zu solchen Ordnungssystemen kommt, welche Kräfte hinter ihrer Entstehung stehen, welche Denkweisen ihnen zugrunde liegen. Im Grunde möchte Foucault nun ja beschreiben, wie wir ticken und warum wir so ticken, wie wir ticken. Was führt dazu, fragt er entsprechend, dass wir in unserer Wahrnehmung, in unserer Arbeit mit Sinn und Bedeutung erkennbar ganz bestimmte Strukturen reproduzieren. Warum ticken wir häufig ähnlich? Welche ideengebenden und ordnungsstiftenden Mechanismen wirken da? Für Foucault ist das, was da ideengebend und ordnungsstiftend wirkt, der Diskurs. Es sind die Diskurse, die Ordnung in unser Denken, Ordnung in unser Wissen bringen. Und das Verfahren, diese diskursiven Wirkungen auf unser Denken, Wissen und auch auf unser Handeln zu beschreiben, nennt Foucault eben Diskursanalyse. So in etwa die Grundidee von Foucault und seiner Ordnung der Dinge. Auf eine besonders prägnante Weise wird das, diese Grundidee, wie gesagt, veranschaulicht in dem einleitenden Zitat, das ich Ihnen gleich vorspiele, also beziehungsweise es ist ein Zitat aus dem Vorwort zu diesem Buch. Es ist ein sehr populärer Ausschnitt und einige von Ihnen, zumindest aus meinem Basisseminar 1-2, werden ihn auch schon kennen. Also, in seinem Vorwort schreibt Foucault: Dieses Buch hat seine Entstehung einem Text von Borges zu verdanken, dem Lachen, das bei seiner Lektüre alle Vertrautheiten unseres Denkens aufrüttelt, des Denkens unserer Zeit und unseres Raumes, das alle geordneten Oberflächen und alle Pläne erschüttert, die für uns die zahlenmäßige Zunahme der Lebewesen klug erscheinen lassen und unsere tausendjährige Handhabung des Gleichen und des Anderen schwanken lässt und in Unruhe versetzt. Dieser Text zitiert eine gewisse chinesische Enzyklopädie, in der es heißt, dass die Tiere sich wie folgt gruppieren. A. Tiere, die dem Kaiser gehören. B. Einbalsamierte Tiere. C. Gezähmte. D. Milchschweine. C. Sirenen. F. Fabeltiere. G. Herrenlose Hunde. H. In diese Gruppierung gehörige. I. Die sich wie tolle gebärden. K. Die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind. L. und so weiter. M. Die den Wasserkrug zerbrochen haben. N. die von Weitem wie Fliegen aussehen. Bei dem Erstaunen über diese Taxonomie erreicht man mit einem Sprung, was in dieser Aufzählung uns als der exotische Zauber eines anderen Denkens bezeichnet wird, die Grenze unseres Denkens, die schiere Unmöglichkeit, das zu denken. Foucault zitiert hier, das sei gesagt, aus einem fiktionalen Text eben von Borges. Es handelt sich also hier bei dieser Enzyklopädie um eine fiktionale, eine erfundene Enzyklopädie. Das ändert aber prinzipiell nichts an dem Gedankenspiel, das Foucault uns hier anbietet. Worum geht es in diesem Spiel? Nun, es geht, wie Foucault am Ende festhält, um die Erfahrung eines anderen Denkens. Wenn wir uns die Liste aus der Enzyklopädie anschauen, dann sehen wir auf den ersten Blick eine einzige große Unordnung. Uns steht einfach kein Kategoriensystem zur Verfügung, das dieser Auflistung eine sinnvolle Struktur geben könnte. Die einzelnen Kategorien bewegen sich einfach auf zu unterschiedlichen Ebenen. Ne? Einige, wie zum Beispiel die Kategorie, welche ist es, L und so weiter, sind aus unserer Sicht sogar inhaltsleer. Hinzu kommt, und das ist mir erst beim Abtippen aufgefallen, dass auch die Systematik der alphabetischen Aufzählungen, die dem Ganzen auf den ersten Blick noch Struktur gibt, unterlaufen wird. Denn was hier in der Aufzählung fehlt, ist einfach der Buchstabe J. Die Begegnung mit einer solchen scheinbar unsystematischen Ordnung löst dabei zunächst einmal eine Erfahrung aus, nämlich die Erfahrung des Anderen oder, wie Foucault sagt, erfahrbar wird der exotische Zauber eines anderen Denkens. Doch das ist nicht der einzige Effekt. Möglich wird zugleich eine Art Rückkopplung. Indem wir erfahren, dass sich in diesem Fall die Welt der Tiere auf eine ganz andere Weise, ja auf eine für uns ganz undenkbare Weise ordnen lässt, indem wir das erfahren, bietet sich zugleich die Möglichkeit, dass wir unsere eigenen Ordnungsweisen hinterfragen. Sie hören auf, selbstverständlich zu sein, denn sie erweisen sich plötzlich als eine Möglichkeit unter vielen anderen. Auf diese Weise, so Foucault, wird dann die Vertrautheit unseres Denkens aufgerüttelt. Wir werden in Ruhe versetzt, die Grenze unseres Denkens wird uns bewusst. Die Grundidee von Foucaults
Gedankenspiel sollte deutlich geworden sein. Die Art, wie wir die Welt und die Dinge in der Welt strukturieren, die Art, wie wir die Welt ordnen und systematisieren, diese Art kann sehr unterschiedlich sein. So unterscheiden sich zum Beispiel die Ordnungsmechanismen von Kultur zu Kultur. Und auch wenn man sich die Geschichte einer einzelnen Kultur anschaut, zeigt sich, dass es historisch mitunter sehr fremde Ordnungsmechanismen gab. Und man kann sogar noch weitergehen. Auch innerhalb einer Kultur, innerhalb einer Gesellschaft können die Arten, wie die Welt geordnet und systematisiert wird, sehr unterschiedlich sein. Ein Buchhändler kann, um zu unserem Thema zurückzukommen, ein Buchhändler zum Beispiel kann die Literatur auf eine ganz andere Weise in Gattungen einteilen, als es ein Literaturwissenschaftler tun würde. Dass das so ist, hängt mit dem zusammen, was Foucault als Diskurse bezeichnet. Diskurse sind eben, einfach gesagt, grundlegende Schemata, die unser Denken und unsere Wahrnehmung von Welt prägen, meist ohne, dass uns das überhaupt bewusst ist. Es macht einfach einen Unterschied, ob sich ein wissenschaftlicher Diskurs mit der gattungsmäßigen Ordnung der Literatur beschäftigt oder ein ökonomischer Diskurs oder ein logistischer Diskurs zum Beispiel. Wichtig für Foucault ist dabei, dass man nicht gleich anfängt zu beurteilen, ob ein Diskurs wahrer sei oder richtiger sei als ein anderer. Vielmehr geht es darum, die Logik einzelner Diskurse zu erkunden, sich anzusehen, wie sie funktionieren und nach welchen Mechanismen sie die Welt ordnen. Was dabei dann auch möglich werden kann, ist, dass die eigene Ordnung der Welt unvertraut und fremd wird. Ja, dass sie ein wenig aus den Fugen gerät, etwas von ihrer Selbstverständlichkeit verliert, in Verwirrung kommt. Womit wir wiederum beim Genre-Trouble sind. Dass sich eine mehr oder weniger heftige Gattungsverwirrung überhaupt einstellen kann beim Blick auf den Buchhandel, liegt einfach gesagt daran, dass sie alle keine Buchhändler sind. Etwas komplizierter gesagt, oder immer noch relativ einfach, liegt es daran, dass sie alle tatsächlich eine recht klare, vielleicht aber auch unbewusste Vorstellung davon haben, was Gattungen sind und wie Gattungen funktionieren. Eben ihr privates Gattungsdenken, das auf den Fragebögen glücklicherweise dokumentiert ist. Jetzt würden sie die Fragebögen wahrscheinlich schon ganz anders ausfüllen. Deshalb nicht rumschreiben. Also, aber wie sieht unser spezifisches Gattungsdenken aus? Wo kommt es her? Naja, genau weiß ich es nicht. Das werden wir erst sehen, wenn wir den Fragebogen uns anschauen. Aber man kann ein bisschen prognostizieren. Denn wo kommt das Gattungsdenken her? Naja, im Zweifelsfall aus der Schule oder aus der Universität. Also aus der schulischen Ausbildung, der universitären Ausbildung. Und was lernen wir da? Also in der Schule lernt man jedenfalls heute, jedenfalls in Niedersachsen, zum Beispiel dies. Wir schauen uns einmal das Kerncurriculum für das Fach Deutsch auf Gymnasien bzw. in gymnasialen Oberstufen an. Für das erste Oberstufenjahr, man nennt das heute Qualifikationsphase, das Sie kennen das sicherlich sehr gut, das Wort. Für dieses erste Oberstufenjahr wird als Rahmenthema zunächst Literatur und Sprache angegeben. Dann kommt Drama, dann kommt Epik, dann kommt Lyrik oder lyrisches Sprechen. Diese Systematik lässt sich sehr gut modellhaft darstellen und sieht dann nämlich so aus. Es gibt einen Teilbereich Literatur, es gibt die Sprache, davon ist Literatur ein Teilbereich, der wird am Anfang geklärt, das Verhältnis Literatur und Sprache, und dann wird der Bereich der Literatur erschlossen, nämlich durch Bezug auf drei Gattungen. Diese generische Ordnung, die wir Gattungstrias nennen, kommt also nicht aus dem Nichts. Sie wird uns beigebracht. Und sie wird, sobald Sie an die Uni gehen, weiter verfestigt, jedenfalls hier in Göttingen. Denn was passiert im ersten Semester? Nun, Sie besuchen, wenn Sie Germanistik studieren, unter anderem das Basisseminar NDL 1.1. Was in diesem Seminar auf dem Programm steht, vermittelt dabei der Kommentartext, und zwar in Kürze. Das ist mein Kommentartext. Dort heißt es, Ziel des Seminars ist die Einführung in den wissenschaftlichen Umgang mit literarischen Texten. Zu diesem Zweck werden zunächst Grundbegriffe der Literaturwissenschaft geklärt. Davon ausgehend werden zentrale Charakteristika lyrischer, dramatischer und erzählender Texte diskutiert, sowie elementare Techniken der gattungsbezogenen Analyse erarbeitet und anhand kanonischer, und das heißt in der Regel klassischer, Beispieltexte eingeübt. Auch hier wird Ihnen also ein Denken in einer ganz spezifischen, generischen Ordnung beigebracht, das Denken eben in der Gattungstrias.
Ihnen wird dabei auch empfohlen, sich entsprechende Einführungsliteratur anzuschaffen, diese zu lesen und für weitere Studien in Ihr Bücherregal zu stellen, also eine Einführung in die Erzähltheorie, zum Drama, eins in die Gedichtanalyse. Und wenn Sie während des Seminars zu mir kommen würden und eine weiterführende Literatur haben würden, würde ich Sie auf das Handbuch Erzählliteratur, auf das Handbuch Drama oder auf das Handbuch Lyrik hinweisen. Als Literaturwissenschaftler werden wir, so könnte man zusammenfassen, also in ein ganz bestimmtes Gattungsdenken hineinsozialisiert, nämlich in ein triadisches Gattungsdenken. Erst vor diesem Hintergrund kann es dann zu jenen mehr oder weniger heftigen Irritationen kommen, die etwa die Unterordnung von Drama und Lyrik unter die Gattung Roman auf der Amazon-Website auslöst. Ist es also so, auf der einen Seite stehlen die vielen und sagen wir unordentlichen Gattungsordnungen des literarischen Lebens, auf der anderen Seite die klar geordnete, dreigliedrig-triadische Gattungssystematik der Wissenschaft? Sie ahnen es sicher schon, diese Gegenüberstellung ist auf jeden Fall zu einfach. Kommen wir zum Punkt 4. Wo fängt der Genre-Trouble in der Literaturwissenschaft an? Naja, in den Basisseminaren fängt er jedenfalls noch nicht an. Dort herrscht im Wesentlichen die Gattungstrias. Aber diese Gattungstrias aus Drama, Lyrik und Epik oder Erzählliteratur, die steht keineswegs so unverrückbar im Zentrum der Literaturwissenschaft, wie die eben von mir angeführten Beispiele es nahelegen. In diesem Sinne möchte ich Ihnen jetzt für den Rest der heutigen Vorlesung einen Einblick geben, einen ersten Blick auf verschiedene andere Gattungssysteme in der Literaturwissenschaft. Einen ersten Blick, wir werden uns das detaillierter in den nächsten Wochen anschauen. Und wo geht man hin, wenn man einen Überblick über die Literaturwissenschaft bekommen möchte? Am besten in die Seminarbibliothek. Gehen wir also in die Bibliothek des Seminars für deutsche Literatur bzw. des Seminars für deutsche Philologie. Sie sehen das Jakob-Grimm-Haus und rechts, sehr klein, Sie müssen das nicht erkennen, den Plan des ersten oder des Erdgeschosses der Deutschen Bibliothek. Der Eingang, Sie sehen das unten, ist mit einem orangenen Pfeil markiert. Dort gehen Sie vorbei am Glaskasten. Nun spielen Gattungen an sehr vielen Orten in dieser Bibliothek eine Rolle. Ich will mich aber auf einen bestimmten Bereich konzentrieren. Sie sehen den jetzt nochmal vergrößert. Es ist der Bereich gleich am Anfang der Bibliothek. Dort stehen unter anderem die Lexika mit den A-Signaturen. Da kann man sehr häufig sehr sinnvoll hingehen und findet gute Informationen. Außerdem geht es mir um den Bereich E, Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte. Auch den sehen Sie hier auf der Folie. Wenn man nun auf der Suche nach Gattungen und Gattungssystematiken ist, dann könnte man zum Beispiel in den Bereich der Lexika gehen, also eben zu den A-Signaturen. Dort findet man dann unter anderem ein Handbuch, das für unseren Zweck wie gemacht scheint, nämlich das Handbuch der literarischen Gattungen von Dieter Lamping. Schlägt man dieses Handbuch auf und schaut sich das Inhaltsverzeichnis an, ist man allerdings überrascht. Jedenfalls dann, wenn man die uns jetzt bereits bekannte Gattungstrias erwartet. Denn das Inhaltsverzeichnis dieses Handbuchs führt nicht etwa drei Einträge auf, also nicht Lyrik, Dramatik, Epik, sondern tatsächlich insgesamt 92 Einträge. Von A wie Abenteuerroman bis V wie Volksstück. Auf der Folie sehen Sie jetzt erstmal in kleinem Format die erste Seite, hier ein bisschen größer. Die erste Seite reicht von Abenteuerroman bis Fastnachtsspiel. Hier die erste Seite, Abenteuerroman, analytisches Drama, Anekdote, Aphorismus, Autobiografie, Autofiktion, Ballade, Bildgedicht, Bildungsroman, Biografie, Brief, Briefroman, bürgerliches Trauerspiel, Kanzone, Comic. All diese literarischen Gattungen stehen hier aufgereiht, auf den ersten Blick ohne Struktur, nur dem alphabetischen Prinzip folgend. Ist es also vielleicht doch nicht so weit her mit der Idee der Gattungstrias in der Literaturwissenschaft? Naja, das hängt tatsächlich davon ab, von wo man Lampings Buch zu lesen beginnt. Wenn man von Anfang an zu lesen beginnt, passiert das. Wenn man vom Ende an zu lesen beginnt, kriegt man das präsentiert, nämlich eine Gattungssystematik, die auf der ersten Seite jedenfalls wieder ganz klar die vielen Einzeleinträge unterordnet unter unsere gut bekannten drei Großgattungen Lyrik, Drama und Epik. Ganz wie in der Schule, wie beruhigend. Aber so ganz einfach ist es dann doch nicht, denn wenn man jetzt wieder umblättert, auf der zweiten Seite der Gattungssystematik, also hier sehen Sie nochmal die Lyrik, kommt plötzlich eine vierte Gattung hinzu.
Gott bewahre. Überschrieben ist diese vierte Rubrik, vielleicht ja vierte Gattung, als Mischformen und diskursive Texte. Beide Bezeichnungen sind keineswegs selbsterklärend und werden hier leider auch nicht näher erklärt. Mischformen sind jedenfalls nicht wirklich zu finden. Also wir finden jetzt hier, wenn man Mischformen suchen würde, vielleicht denkt man so an das lyrische Drama, das steht unter Drama. Oder das Prosagedicht, das steht unter Gedicht. Also Mischformen in dieser Rubrik geht so. Was man aber findet, das sind eben diskursive Formen. Also das wird schon deutlicher. Wir haben offenbar faktuale Textsorten und vor allem journalistische Formate, wie das Feuilleton oder das Interview. Faktuelle Formate wie das Brief oder das wie den Brief oder das Tagebuch. Irgendwie wird es nicht so ganz klar. Diese vierte Gattung so ein bisschen wie ein Sammelbecken oder so eine Art Resterampe, in die alles reingekommen ist, was dann noch rein musste. Zumindest versammelt sie recht Heterogenes. Diese Erweiterung der klassischen, ihnen beigebrachten triadischen Gattungsordnungen. Diese Erweiterung um eine vierte Kategorie lässt sich allerdings nicht nur bei Lamping, sondern auch andernorts beobachten. Wir gehen ein paar Meter weiter. In dem Bibliotheksraum 0202, in dem stehen die E-Signaturen. Dort finden wir ziemlich am Anfang das dreibändige Handbuch Literaturwissenschaft, herausgegeben von Thomas Anz. Bei Fragen in literaturwissenschaftlichen Dingen ist das immer eigentlich eine sehr gute Adresse. Schlagen wir also den ersten Band auf und blicken in das Inhaltsverzeichnis, dann stoßen wir unter Kapitel 2 Texttypen und Schreibweisen wiederum auf Untergruppierungen, zum Beispiel den Punkt 2.2 Epik, 2.3 Drama, 2.4 Lyrik, alles gut, doch dann kommt 2.5 Kunstprosa, Hybridform. Wiederum die Bezeichnung ähnelt sich, auch hier Kunstprosa, naja, auf jeden Fall Prosa, die vielleicht nicht künstlerisch ist oder sowas. Vielleicht eben in Abgrenzung zur Epik, zu fiktionalen Texten. Hybridform ist wieder eine ähnliche Bezeichnung wie Mischformen. Wir können auch den zweiten Band noch anschauen. Hier finden wir ein Kapitel zur Textanalyse und Textinterpretation. Auch hier Erzähltextanalyse, Dramentextanalyse, Lyriktextanalyse, alles in Ordnung. 2.8 Prosatextanalyse. Sehr hilfreich dann in diesem Fall auch noch, wir werden noch etwas genauer informiert, was denn in diese vierte Kategorie fällt, nämlich hier Sachbücher, Essay, Brief, Tagebuch, Autobiografie, Biografie, journalistische Formate. In diesem Fall ist die Systematik etwas deutlicher. Ne? Wir haben hier auf jeden Fall wohl eine Unterscheidung zwischen Fiktionalität und Faktualität. Also die angeführten, 2.8 angeführten Prosatexte sind, anders als Erzähltexte, nicht fiktional. Erzählen kann nicht das Kriterium sein, denn Sachbücher, Tagebücher, gerade Autobiografien und Biografien erzählen in der Regel fast immer. Deshalb scheint hier das Kriterium fiktional, es handelt sich bei 2.8 vor allem um faktografische, könnte man sagen, Genres, die also nicht fiktional sind. Das bedeutet aber eben auch, dass unter Erzähltextanalyse in diesem Fall vor allen Dingen fiktionale Erzähltexte verstanden werden. Nun haben wir hier erstmal auch so eine jetzt schon ein bisschen besser bekannte vierstellige Einteilung. Sie ist aber ein bisschen anders als die bei Dieter Lamping. Also teilweise gibt es Überschneidungen. Wir sehen hier Essay, Brief, Tagebuch. Das ist auch, die wandern in diese vierte Kategorie bei beiden. Auch journalistische Formate finden wir dann dort, eben Feuilleton, Glosse, Interview, Rezension. Aber zum Beispiel Biografie und Autobiografie landen bei Lamping in der Epik. Bei Lamping liegt es daran, dass Lamping dieses Fiktionalitätskriterium nicht hat, das aber die linke Systematik offenbar nach Fiktionalität, Faktualität unterscheidet. Also, halten wir kurz fest. Gibt es vielleicht auch innerhalb der Literaturwissenschaft so etwas wie Genre-Trouble, wenn auch auf eine etwas andere Weise? Jedenfalls gibt es ganz offensichtlich unterschiedliche Zuordnungspraktiken und damit einhergehend unterschiedliche Kriterien dafür, welche Texte in eine Kategorie gehören und welche nicht. Darüber hinaus gibt es, zumindest in diesen beiden Handbüchern, keineswegs nur drei Großgattungen, keineswegs nur drei Oberkategorien, sondern tatsächlich vier. Die vierte Kategorie dient dabei,
Die vierte Kategorie dient dabei zum einen der Unterbringung von Mischformen, zum anderen und vor allem aber dient sie dazu, faktuale bzw. faktografische Texte, nicht zuletzt, also diskursive Texte und nicht zuletzt eben journalistische Texte aufzufangen. Das aber sagt etwas aus über den Literaturbegriff, der diesen Gattungssystematiken zugrunde liegt. Denn es ist doch bemerkenswert, dass in beiden Fällen offenbar auch solche Texte in die Gattungssystematik einfließen, die nicht im engeren Sinne schöne Literatur sind, Belletristik oder ästhetische, fiktionale Literatur. Aufgenommen werden eben zum Beispiel auch journalistische Texte, allerdings nur in die vierte Kategorie, die irgendwie die traditionelle Gattungstrias heute offenbar ergänzt hat. Wir werden sehen. Denn diese vierte Kategorie wird uns noch beschäftigen und wir werden sie zurückverfolgen bis ins späte 18. Jahrhundert, vermute ich. Ganz weiß ich noch nicht, wo sie herkommt, aber sie ist auf jeden Fall im 19. Jahrhundert immer schon mal wieder da. Die Resterampe der Gattungssystematik. Was eben passiert, und das ist das Interessante an dieser vierten Kategorie, sie ist sowas, irgendwie der Ort, an dem die Späne abgelegt werden, wenn man ordentlich die Gattungstrias zurechtgehobelt hat und das, was übrig bleibt, landet dort. Und damit ist sie irgendwie auch ein bisschen ein Ort des Widerstands gegen diese Trias. Er ist eben der systematische Ort und mittlerweile fast institutionalisierte Ort der Irritation innerhalb einer nur noch vermeintlich eigentlich dreigliedrigen Gattungsordnung. Allerdings, es gibt noch andere Möglichkeiten, Gattungen, eine vierte Gattung zu konzipieren oder doch eine vierte Kategorie aufzumachen. Es lassen sich sogar noch weitere Kategorien erstellen. Wir kommen nochmal zurück in die Bibliothek, wir standen zur Erinnerung am Anfang der E-Signaturen. Wenn wir von dort aus einmal um die Ecke gehen und dann in den hinteren Raum gehen, dann kommen wir zu einem Bereich in der Bibliothek, der für unsere Vorlesung ganz zentral ist. Wenn Sie sich informieren wollen, könnten Sie unter anderem auch dorthin gehen. Es handelt sich um den Bereich, Signaturbereich E14 bis E18. Sie sehen hier, Frau Leibniz hat mir das dankenswerterweise alles zur Verfügung gestellt, Sie sehen hier die Beschriftungen, Bezeichnungen für diese Kategorien, für diese Rubriken in der Bibliothek. Und wieder ist am Anfang alles in Ordnung, Theorie und Geschichte der Lyrik, Dramatik, Epik und dann epische Formen der Volkspoesie, sonstige epische Arten und Formen. Was haben wir uns genauer darunter zu verstehen, vorzustellen? Wir schauen einmal. Epische Formen der Volkspoesie. Wir kommen hier in Kontakt mit Märchen, Sage, aber auch Rätsel, Schwank, Spruch. Zurückgegriffen wird hier auf eine relativ alte Unterscheidung, die ebenfalls zurückgreift bis ans Ende des 18. Jahrhunderts, nämlich auf die Unterscheidung, die Sie vielleicht kennen, zwischen Volkspoesie und Kunstpoesie. Ganz sicher kennen Sie sie, da bin ich mir tatsächlich ganz sicher, aus der Unterscheidung zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen. Ne? Entsprechend sehen wir auch hier in E17, epische Formen der Volkspoesie, kommt das Märchen als Volksmärchen vor. Das Kunstmärchen ist allerdings in der Theorie und Geschichte der Epik untergebracht. Das Korpus der Märchen wird hier aufgespalten auf zwei Bereiche. Das heißt, was uns hier dann auffällt, die Aufstellung einer vierten Kategorie und in diesem Fall teilweise auch noch einer fünften, die wir hier kennen mit Brief, Biografie, Essay, Essayistik, also E18, die kennen wir bereits. Aber das Aufstellen einer weiteren Kategorie muss gar nicht unbedingt über diesen Unterschied fiktional, faktual oder Sachtexte, Gebrauchstexte und sowas funktionieren. Es gibt auch historisch gewachsene Unterscheidungen, die es ermöglichen, weitere Gattungen offenbar auch wissenschaftlich, das ist eine wissenschaftliche Bibliothek mit einer wissenschaftlichen Systematik, zu legitimieren. Eben zum Beispiel über die Unterscheidung Volkspoesie, Kunstpoesie und dann vielleicht, indem man diese beiden Kategorien bestimmt. Die eine ist von individuellen Verfassern, die anderen ist aus anonymen Volksgut geschöpft und irgendwann verschriftlicht worden. Eine Möglichkeit, so eine, in diesem Fall dann sogar fünfte Kategorie zu legitimieren. Es geht sogar noch weiter, es gibt noch mehr Genre-Trouble. Gehen wir an den Bereich E13, auch zentral für diese Vorlesung, Theorie und Geschichte der literarischen Gattung Allgemeines. Dort finden wir das Handbuch Gattungstheorie von Rüdiger Zümner. In diesem Handbuch gibt es eine Gruppe,
ein Kapitel, das heißt Theorie generischer Gruppen und Schreibweisen. Hier wird schon der Gattungsbegriff irgendwie durch den Begriff generische Schreibweisen, generische Gruppen ersetzt. Offenbar liegt hier ein gewisses Unbehagen, eine Irritation schon der Erstellung des Inhaltsverzeichnisses zugrunde. Aber Sie sehen auch hier, wir finden Theorie der Epik, der Lyrik, der Theaterliteratur, lassen wir mal gelten, aber auch noch 6 andere Kategorien. War es das mit der guten alten Trias? Wie sieht es denn mit dem Satirischen aus? Ist das eine Gattung, eine generische Gruppe? Auf solche Fragen müssen wir zurückkommen. Ich füge noch 2 weitere Beispiele an, die das noch weiter komplizieren. Wir laufen zurück in den A-Bereich, nämlich zum Kindlers Literaturlexikon. Das kennen Sie sicherlich. Im Kindler Literaturlexikon werden zu fast allen Werken der Weltliteratur einzelne Artikel, die Werke werden zusammengefasst, kurz historisch und wissenschaftlich eingeordnet. Wenn Sie etwas über ein Buch wissen wollen, laufen Sie zum Kindler, den Sie auch über die Online-Präsenz, über die Sub aufrufen können. Im Kindler gibt es wiederum, das ist eine Darstellung aus den Handreichungen für Autoren. Ich habe einen Artikel für den Kindler geschrieben und dann kriegt man sowas. Man muss nämlich jeden Artikel, jedes Werk einordnen als Autor und hat dabei die Auswahl für 5 Hauptgattungen. Lyrik, Dramatik, es heißt tatsächlich Hauptgattung. Lyrik, Dramatik, Epik, Prosa, Sachliteratur, Weiteres. Beim Kindler scheint die Ordnung noch einigermaßen, die Welt noch einigermaßen in Ordnung zu sein, zumindest die Gattungswelt. Nun, Sachliteratur hatten wir schon ausgeschrieben und Weiteres. Aber was passiert jetzt eigentlich? Sie sehen es hier nochmal etwas genauer. Hier keine weiteren Untergattungen. Verschiedene Untergattungen gibt es, eben Lyrik, Elegie und so weiter. Dieses System kennen wir. Was passiert aber, wenn man über so ein Buch schreibt? Das ist nämlich das Buch, zu dem ich den Artikel schreiben musste. Oswald Egger die ganze Zeit. Sie können sich damit jetzt nicht näher beschäftigen, wir können uns da auch nicht mit näher beschäftigen, das führt zu weit weg. Aber Sie sehen schon, dieses Buch ist merkwürdig. Links stehen Gedichte meistens oder rechts in dem Außenbereich der Seite. Dann gibt es Prosa-Passagen, Zeichnungen. Was macht man? Hauptgattung, Weiteres, Untergattung, Weiteres. Das ist erstmal nichts Außergewöhnliches, aber das Interessante ist, es wirft einige Fragen auf, die uns auch beschäftigen werden, weil sie zentrale Fragen der literaturwissenschaftlichen Gattungstheorie sind. Zum Beispiel, kann eigentlich jedes literarische Werk einer Gattung zugeordnet werden? Müsste das nicht ein gutes, ein taugliches Gattungssystem leisten, dass eben jedes Werk zugeordnet werden kann? Ist also umgekehrt der gesamte Bereich der Literatur, der gesamte Bereich in Literatur gegliedert, in Gattungen gegliedert? Und was macht eben die Gattungstheorie mit Büchern wie dem von Oswald Egger, das offenbar so individuell ist, dass es in keine Systematik passt, sondern nur noch unter Weiteres erfasst werden kann? Diese Fragen nach dem Verhältnis zwischen Einzelwerk und Gattung, auch die werden wir uns aus theoretischer Sicht immer wieder vornehmen müssen. Vor allem stellt diese Frage zwischen dem Verhältnis von Einzelwerk und Gattungsbegriffen eine grundsätzliche Problematik in den Raum, nämlich die Frage, was machen Gattungsbegriffe eigentlich mit der Individualität von Kunstwerken? Ist es nicht eigentlich, so könnte man fragen, ein Verrat an der Individualität eines Kunstwerks, wenn man ihnen so ein allgemeines Gattungslabel aufbappt? Wozu brauchen wir eigentlich Gattungsordnungen? Wozu brauchen wir Gattungen? Reicht es nicht aus, das individuelle Kunstwerk in seiner ästhetischen Einzigartigkeit zu betrachten? Tatsächlich gibt es in der Geschichte der Gattungstheorie Positionen, die sich auf diese Weise radikal gegen Gattungen wenden und damit letztlich Gattungstheorie grundsätzlich abschaffen möchten. Literarische Texte sind eben aus diesen Positionen, von dieser Position aus einzigartig. Sie einer Gattung zuzuordnen, sei grundsätzlich kein adäquater Umgang mit Literatur als Kunst verstanden. Solche Positionen liegen nicht ganz falsch. Sie treffen einen durchaus kritischen Punkt. Auch deshalb werden wir sie in den nächsten Wochen diskutieren müssen. Ich komme aber jetzt zu einem für heute letzten Beispiel. Dazu müssen wir allerdings in den Keller gehen. Die Treppe runter. Und dann kommen wir, vielleicht machen wir das nächste Mal. Ich muss noch ein paar organisatorische Sachen loswerden. Ich sage nur, wo wir hinkommen. Wir flitzen runter und kommen das nächste Mal zur Barockanthologie eines
großen und noch lebenden Göttinger Germanisten, nämlich von Albrecht Schöne, das Zeitalter des Barock, anschauen, werden wir uns unter anderem diese Gattungssystematik, die sich zusammensetzt aus den Gattungen, geistliches Schrifttum, höfische und galante Welt, bürgerlich gelehrter Bereich, volkstümliche und satirische Texte und die dann sowas wie Untergattungen und als Untergattung sowas anführt wie Sekretariatskunst und Trink- und Tabakslieder. Dazu, wie gesagt, das nächste Mal mehr. Für heute kommen wir zu einem Resümee und einem Ausblick. Fassen, wobei auch das Resümee werde ich an die nächste Sitzung verschieben. Sie sehen hier schon mal die Slides. Sie können sich das auch dann schon etwas genauer angucken. Aber auch dazu das nächste Mal. Was wir nächste Woche noch machen werden, sehen Sie hier. Ich habe es angekündigt. Wir werden eine Recherche in Göttinger Buchhandlungen erleben und uns angucken. Anfangen werden wir am Bahnhof bei Schmidt und Hahn. Wenn Sie da über die Woche mal vorbeikommen, gehen Sie da mal rein. Wir werden uns aber auch Hugendubel in der Wehender Straße, wir werden uns Vaternamen, Kalver, Weltbild, Buchladen, Rote Straße und so weiter etwas genauer anschauen. Wir werden dann solche Dinge sehen. Große Gefühle kennen Sie schon. Wir werden aber auch mit dem Label Spannung uns beschäftigen und eben auch, um das ein bisschen besser zu verstehen, die Warengruppensystematik Neu, WGS Neu, Version 2.0, 2.0 des Börsenvereins des deutschen Buchhandels anschauen. Für die darauffolgenden Sitzungen werden wir uns unter anderem jetzt die unmittelbar vorausfolgenden Sitzungen mit Leihbibliotheken beschäftigen im 19. Jahrhundert. Wie stellen die eigentlich, wie ordnen die eigentlich ihre Bücher? Ich habe im Internet einen Leihbibliothekskatalog aus Göttingen gefunden. Das werden wir uns mal angucken. Ich plane für die vielleicht hoffentlich übernächste Sitzung ein Telefoninterview mit Daniela Seel, einer Lyrikerin und Verlegerin, die uns mal ein bisschen was über aktuelle Lyrik auf dem Buchmarkt, wie ist ihr Empfinden für Gattungslabels. Wir haben ihren Fragebogen und so weiter. Grundsätzlich sieht der Plan, der sich verschieben wird, ganz sicherlich so aus. Und dieser Plan ist vor allen Dingen einigermaßen unkonkret. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir ungefähr die ersten 5 Sitzungen für einführende Einheiten, Sitzungen wie heute gebrauchen werden. Nicht ganz so wie heute, ein bisschen systematischer, ein bisschen weniger irritierend und ein bisschen stärker in Auseinandersetzung mit Forschungspositionen, aber einführend. Wir werden auch dabei schon zunehmend zurückgehen in der Geschichte, uns vor allen Dingen auf das 19. und teilweise auch in das 18. Jahrhundert schauen. Wir werden das so richtig tun im zweiten Block, der hier überschrieben ist mit Genre, Genie, Göttingen, Goethe, Göttingen. Jetzt hätte ich fast Goethe vergessen. Genre, Genie, Goethe, Göttingen, wo wir uns dann vor allem damit beschäftigen werden, wie dieses Idee der Gattungstrias, die wir heute schon ziemlich zerlegt haben, glaube ich, wie die in die Welt kommt. Die kommt, und das hängt mit Goethe zusammen, aber es hängt auch, würde ich sagen, mit Göttingen zusammen. Das werden wir uns näher anschauen. Am Ende könnte ich mir vorstellen, in der 11., 12., 13. Sitzung ein paar Fallstudien zu grundsätzlichen generischen Ordnungsschemata und Ausgrenzungsschemata Ihnen vorzustellen. Das eine wäre etwas zu der Differenz von Poesie und Prosa, die tatsächlich im 18. und auch noch im 19. Jahrhundert die wesentliche Differenz ist, um Gattungen zu unterscheiden. Wir fragen uns, da haben wir heute schon ein bisschen mit angefangen, nämlich über diese vierte Kategorie, wie hängt das eigentlich, wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Literatur und Journalismus, wie finden da die Abgrenzungen statt? Und wir fragen uns, das haben wir heute schon angeschnitten mit der über DTV-Messestand-Überschrift Unterhaltung und der anderen Überschrift Literatur. Wir fragen uns nach der Differenz zwischen Kunst, Literatur als Kunst und Unterhaltung. Materialien zur Vorlesung finden Sie im StudIP. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie einen StudIP-Zugang haben, melden Sie sich ruhig zur Vorlesung an, weil tatsächlich Newsletter über StudIP, über diesen Vorlesungs-StudIP-Verteiler verschickt werden. Also wenn mal irgendwas, wenn eine Sitzung ausfällt oder was auch immer kurzfristig. Außerdem stehen dort Materialien zur vertiefenden Lektüre. Ich werde dort die Vorlesungspläne posten und so weiter. Sie finden das auf einer Website, genrepoetik.de, und Sie finden es bei Facebook. Ja.
bei Facebook, das ist eine Seite, die Facebook-Seite steht auch öffentlich zur Verfügung. Das heißt, Sie müssen nicht bei Facebook angemeldet sein, was vielleicht mancher von Ihnen aus gut nachvollziehbaren Gründen nicht ist. Damit bin ich im Grunde für heute zu Ende, also noch ein bisschen organisatorische Sachen. Sie werden bekommen Folien zum Download, also diese Folien. Ich hoffe, bereits morgen, also auf jeden Fall relativ zügig nach der Sitzung, eben im StudIP und auf genrepoetik.de. Auf genrepoetik.de gibt es oben einen Button für Skripte. Dort werden diese Materialien zur Verfügung gestellt. Es wird weitere Materialien geben auf den genannten Seiten und wir planen, diese Vorlesungen mitzuschneiden, beziehungsweise wir haben die auch heute schon mitgeschnitten, also es sind hier keine versteckten Kameras, keine Angst, sondern nur den Ton, da hört die Stimme auf, nur den Ton mitgeschnitten und wir hören uns das jetzt nach der Vorlesung mal an und wenn das einigermaßen erträglich ist, stellen auch wir auch das online gekoppelt an die Mitschnitte der Slides. Da werde ich Sie aber weiter drüber auf dem Laufenden halten. Ich würde auch gerne in die Vorlesung die Möglichkeit einbauen, Fragen zu stellen. Das werden wir schon nächste Woche auch mal machen, dass Sie die Möglichkeit kriegen, dass wir ein bisschen interaktiver werden und ich hier nicht so an meinem Manuskript hänge und Sie zuschwaller. Das werden wir. Bleiben Sie noch einen kleinen Augenblick ruhig. Die Uhrzeit, wir haben noch. Ich war schneller als gedacht. Vielleicht irgendwie hätte ich gerne auch die Möglichkeit, dass das online geht, dass man Fragen stellen kann, online vielleicht sogar anfangen kann zu diskutieren. Vielleicht machen wir das irgendwie über den Blog. Auch darüber halte ich Sie auf dem Laufenden. Fragen stellen können Sie mir natürlich auf ganz konventionelle Weise, nämlich indem Sie mir eine E-Mail schreiben. Sie können bei Fragen allgemeinerer Art auch telefonisch Kontakt aufnehmen zu unserer Lehrstuhlsekretärin, Frau Petra Urland, die morgens, vormittags, immer vormittags 9 bis 12 Uhr zu erreichen ist. Und Sie können natürlich in meine Sprechstunde kommen. Die findet in der Regel, nicht heute, heute nicht, in der Regel 16.30 Uhr bis 18 Uhr nach der Vorlesung statt. Melden Sie sich für diese Sprechstunde bitte an. Das können Sie auf zwei Weisen machen, indem Sie sich eintragen in eine Liste an der Tür meines Büros. Das ist eine Liste, Sie tragen Ihren Namen ein und dann weiß ich, dass Sie kommen oder Sie schicken Frau Urland eine E-Mail und dann trägt Frau Urland sie für Sie ein. Für ausländische Studierende, also auch für Erasmus-Studierende, noch dieser Hinweis. Dort vorne auf dem Tisch liegen zwei Listen, eine Anwesenheitsliste und eine Anmeldeliste. Wenn Sie am Ende für diese Vorlesung Credits bekommen möchten, also einen Schein mit Credits, dann tragen Sie sich bitte heute in beide Listen ein. Nächste Woche müssen Sie ihn nur noch in die Anwesenheitsliste eintragen. Sie werden dann Credits bekommen, jedenfalls dann, wenn Sie regelmäßig hier gewesen sind, das heißt nicht häufiger als zweimal gefehlt haben und wenn Sie am Ende des Semesters eine kleine, einfache Klausur schreiben. Dazu werde ich Sie noch mit weiteren Informationen versorgen. Alle anderen Fragen, wenn jetzt noch Fragen organisatorischer Art sind, bleiben Sie hier. Ich bleibe auch noch einen Augenblick hier. Stellen Sie diese Fragen. Mehr habe ich eigentlich nicht, außer dass ich mich bedanken möchte, vor allem bei Johanna Karch und Cosima Mattner, die mich unglaublich gut unterstützen, beim E-Learning-Team der Uni, die das mit dem Mitschneiden macht und natürlich bei Ihnen. Vielen Dank für heute. Kommen Sie nächste Woche wieder. Schönen Tag noch.